Ja, Leute, und herzlich willkommen zur Papa Comedy Show! Ja, Leute, ein Freund von mir sagt immer zu mir: Papa, du brauchst dir beim Motorradfahren überhaupt keine Gedanken machen, ne? Dir passiert nichts, ne? Ja, der muss jedes Mal ein paar Minuten auf mich warten, ne? Naja, und wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, ey, der Papa ist der volle Checker, Alter, der rast immer in die Kurven, Alter, mit 180, Alter, da geht's voll ab. Da sagen die, ey, Papa, verarsch uns bitte nicht, da sind die ganzen Noppen dran, ne? Ja, ein Freund hat momentan ein wenig ein Problem bei sich in der Arbeit, ne? Ein guter Kumpel von mir, ne? Der sagt, die haben einen Elektriker da drin, ne? Und wenn die Anlagen stehen, ne, solche, also Maschinen, ne? Dann kommt er, ne? Und dann schaut er sich das an, ne? Und dann sagt er, der brennt da, jetzt muss ich erst einmal mein Mappen holen, ne? Da holt er sein Mappen, ne? Der brennt an, da komme ich nicht weiter, ne? Ja, da ruft da jemand an, ne? Da kommt der Nächste, ne? Tut die Sicherung wieder rein und dann geht die Anlage wieder, ja. So einfach ist es, ne? Ein Mann in Neapel, ne, steigt im Bus rein, da sagt der Handy auf, das ist ein Überfall, ne? Kommt der andere Mann, sagt er, Gott sei Dank, du, ich hab schon gedacht, das wäre der Kontrolleur. Ja, Papa, ich hab gefurzt. Ach, Mario, das ist doch nicht so schlimm passiert. Du, aber Papa, sind die Furze schwer? Sagt er, nee, eigentlich nicht. Sagt er, gut, dann hab ich mir in die Hosen geschissen, ja. Ja, was ist der Unterschied zwischen ein Auto und einer Frau? Wenn dir jemand das Auto klaut, dann merkst du es, ne? Ja, warum können die Frauen, wenn das Auto steht, sich die Haare kämmen? Ja, ganz einfach, weil sie keine Eier haben, um sich zu kratzen. Ja. Schatz, ich habe 2 Millionen im Lotto gewonnen, ey. Papp, die Koffer, ey. Was soll ich neid tun? Winter, Sommerkleidung. Scheißegal, Hauptsache du verschwindest aus meinem Blickfeld. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Schnarche und einer Frau? Wenn dich die Schnarche aussaugt, dann brauchst du ihr den Kopf nicht streicheln, ne? Ja. Sie sagt, wieso hast du den Kugelschreiber in der Unterhose? Sagt er, ja, wenn ich nicht komme, dann kann ich dir wenigstens schreiben, ne? Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich, euch bald wiederzusehen, wenn es heißt Papa Comedy Show! Grazie, ich liebe euch!